Haus. So, egal. Ich bin auch schon wieder da. Charade ist langweilig. Ich bin noch nicht dabei. Wollt ihr was total Abgefahrenes spielen? Ja, nee. Ich kann es mir auch nicht mehr das Spiel weggeschmiert. Aber ich werde jetzt in diesem Part einfach beim Alex im selben Raum sein und mit ihm kommentieren. Und in diesem Sinne werde ich mich für einen kleinen Moment verabschieden und sag dann bis. Ja, aber dann kann ich diesen Part alleine aufnehmen, dann bringt das auch nichts. Schritt 1 findet. So, hier siehst du, was ich mache. Hier haben wir das Bild. Hier haben wir noch ein Bild. So, lila ist da vorne, dann muss ich da hinten hin. Warum stellst du das immer bei mir drauf? Aha, alles klar. So, kommst du dahin, du dahin. Woher wusste ich das? Modewahnsinn. Am besten Kleidung anziehen, die der Schrank vorgibt. Kevin, schieb mal noch eine Pizza rein. Mach nochmal ein bisschen Emmentaler drüber und dann. Willkommen, Fans, zur neuesten Fortsetzung von Barbies Modespielchen. Wir befinden uns in Barbies Kleiderschrank, wo wir euch den neuesten Nervenkitzel des Schrankes und seines Minispielwettbewerbs präsentieren: Fashion Frenzy. Wie lange dauert denn das bei euch? Theresa punktet! Farben passen nicht so ganz. Das ist mein Ding. Aber ist in Ordnung, kriegen wir hin. Na, ratzfatz drin. Mega Reinfall. Sogar wenn alles schief läuft, sehe ich immer noch gut aus. Ja, ja. Leicht. Leicht. Barbie, du bist eine Siegerin, genau wie ich. Das war Ken. Er will die ja heute Abend wieder. Das habe ich vermasselt. Weiß ich nicht. Toll gemacht, Niki.
Naja, es ist kein Weltuntergang, Theresa. Hey, die Theresa packt's. Ja. Naja, das war nicht so gut. Und die suchen jetzt natürlich darum, das ist dem Bot zu hoch, Alter. Sogar wenn alles schief läuft, sehe ich immer noch gut aus. Blaue Jeans. Das hat nicht geklappt, oder? Viel Glück beim nächsten Mal. Das Ding habe ich gewonnen. So, in diesem Sinne machen wir einen Cut. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Ja, aber das ist, weil du nicht mehr dabei bist und weil das Projekt eigentlich anders da funktioniert. So, und dann steht da, du hast neue Modestücke freigeschaltet. Jedes Laufstegmodell muss wissen, wie man sich schnell umzieht. Trends sind kurzweilig und Outfits können aus der Mode gekommen sein, bevor man sich umgezogen hat. Machst du Witze? Jetzt schon? Seht ihr? Kriegst du auch drei Paar Unterhosen? Natürlich. Und das Paar zum Wechseln, ne? Ja. Alles klar. Oh Gott, die Armweiber, wie die erzogen werden. Kitties. Kommt schon, Leute, der Kleiderschrank braucht Platz. Auf mit. Komm, laber nicht. Ich sag, suchen wir noch das Bild. Der Witz ist ja, du kommst durch jeden Raum in ein Ankleidezimmer. Hier ist das Bild.
Erster Schritt. Nun können wir schön überspringen. Wahrscheinlich sogar noch mal genau dasselbe. Ja. Ja. Genau. Ich krieg die kurzen nicht so ganz zusammen. Hey Dreamhouse-Fans! Wir befinden uns hier in der Garage, um euch die letzte Minispielaufgabe vorzustellen. Eine wundervolle Denksportaufgabe, die unser Gastgeber des Tages, der Schrank, Seifenblasenverrücktheit nennt. Oh, Rockkerl. Die Dinge können nicht immer so laufen, wie du willst. Das war sowas von cool! Rockkerl ist umwerfend! Und Niki trifft es auf den Punkt. Das war toll! Toll gemacht, Niki. Ich kann nichts aufhalten. So macht man das, Schwester. Du bist eine Legende. Rockkerl ist umwerfend. Niki schafft es. Sieht gut aus. Das war toll. Der Punkt geht an Team Barbie. Ich bin so verdammt gut. Niki punktet megamäßig. Wie toll ich bin. Das hast du zerrissen, Raquel. Das Beste ist genau richtig für mich. Fantastisch groß geschrieben. Machst du langsam schlapp, Theresa? Oh ja. So macht man das, Niki. Genau so, Raquel. Gut gemacht, Barbie. Wirklich gut, Theresa. Mach weiter so. Mach keinen Rückzieher, Niki. Mach weiter. Raquel ist umwerfend. Ich bin dran. Theresa punktet. Nein, mein Fingernagel ist abgebrochen. Ein Punkt für Raquel. Der totale Wahnsinn.
Machst du langsam schlapp, Theresa? Oh ja. Mädel, du bist spitze. Zu gewinnen ist das Größte. So. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir einen Cut und sehen uns das nächste Mal und auf Wiedersehen. Es hat Spaß gemacht, den ganzen Schaum abzuwehren. Aber getroffen zu werden war auch nicht so schlimm. Sie waren aus Parfum. Die Logik eines Baumstamms. Wirklich. So, bis zum nächsten Mal.